Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Guten Morgen zum ersten Tag der neuen Handelswoche. Werfen wir gleich mal einen Blick in den Wirtschaftskalender. Den findet ihr wie immer auf meiner Seite www.forexhome.de im Bereich Daten und Termine Wirtschaftskalender. So, und zwar bekommen wir heute morgen oder na gut, morgen ist es nicht mehr, das ist schon früher Vormittag. Um 10 bekommen wir hier die aktuelle Einschätzung Deutschlands bzw. den IFO-Geschäftsklima-Index und den Geschäftserwartungsindex aus Deutschland. Die Zahlen, ja, ein bisschen gemischt muss man sagen. Also hier die Prognosen etwas schlechter bzw. etwas verhalten zu den vorherigen Zahlen. Das wird selbstverständlich interessant für alle Euro-Trader. Wir schauen mal kurz in den Euro-US-Dollar rein. Da sehen wir, er befindet sich hier gerade an der magischen 1-10er-Marke bzw. an der wichtigen 1-10er-Marke. Und ja, alle, die sich hier mit einem möglichen Short-Einstieg bzw. mit einem Short-Einstieg beim Daily 50er, 55er EMA beschäftigt haben oder noch beschäftigen, für die ist dieser IFO-Geschäftsklima-Index natürlich wichtig oder kann wichtig sein, denn das könnte die ersten Impulse für die laufende Woche bringen und vielleicht den einen oder anderen wichtigen Tagesschlusskurs. Der Rest des Vormittags bzw. des Mittags ist nicht wirklich viel los. Wir bekommen hier am frühen Nachmittag Daten aus den USA, hier die Kernrate-Gebrauchsgüter zum Auftragseingang bzw. die langlebigen Güter aus den USA. Die letzten Zahlen wurden etwas herunterkorrigiert, demnach die Prognose jetzt nicht mehr so ambitioniert, wie sie vielleicht vorher ja, sich dargestellt hat, sondern jetzt kann es natürlich etwas einfacher werden, diese Zahlen zu erreichen oder beziehungsweise besser zu sein als die vorherigen Zahlen. Ja, wenn die noch nach unten korrigiert wurden, sieht man hier, ja, also bessere Zahlen zu entwickeln als das letzte Mal, dürfte jetzt vielleicht nicht unbedingt schwerfallen, könnte ein wenig neue Impulse in die US-Dollar-Thematik bringen. Wäre auch wünschenswert, denn wir haben in allen US-Dollar-Paaren noch ein wenig Platz nach unten und das wollen wir natürlich noch mitnehmen. Der Rest des Tages, ja, war es dann eigentlich. Wir bekommen hier nichts mehr Großartiges. Also die Handelsbilanz aus Mexiko, aber ich glaube, das dürfte die wenigsten interessieren und die Zahl der Arbeitssuchenden in Frankreich dürfte jetzt auch nicht kriegsentscheidend sein. Gut, der Blick in den Euro-US-Dollar, er befindet sich hier an der 1-10er-Marke, wie eben erwähnt. Und ich hatte ja gesagt, das letzte Mal hier, ja, ist so eine schöne. Hier ist so eine schöne mögliche Einstiegszone, um den Rest hier bis zur unteren Wimpelbegrenzung, bis sogar 1,0680, man weiß ja nicht, in welchem Wimpel es hier runterkommt, aber das wäre so eine vorstellbare Marke, ja, dass er bis dorthin runterkommt. Und hier müssen wir aber jetzt erstmal abwarten, wie der Tagesschlusskurs sich denn hier verhält. Ich hatte ja schon die erste 1,10er-Position hier in den Markt gelegt und hatte gesagt, ja, als wir uns ungefähr hier befanden, dass die aber schon Break-Even gezogen ist, denn in so einem sprunghaften Paar wie dem Euro-US-Dollar möchte ich natürlich nichts riskieren und oder nicht zu viel riskieren. Und wenn es eben dazu bringt, dass es mich hier wieder Break-Even ausstoppt, dann soll es mich eben Break-Even ausstoppen. Und wenn wir hier eine schöne Umkehrformation oder eine schöne Umkehrsignale wieder bekommen in Richtung Short, dann soll es eben so sein und dann traden wir das Ganze wieder Short. Aber solange das eben nicht der Fall ist, lasse ich mich Break-Even ausstoppen und dann schauen wir, was die weiteren Kursverläufe machen. Wir haben hier jetzt noch eine interessante abwärtsgerichtete Trendlinie generiert bekommen im Laufe der letzten Handelswoche. Schauen wir uns die mal auf dem H4-Chart an. Da können wir sie noch etwas genauer einzeichnen. So, und da kommen wir ungefähr in diesen Bereich, den ich letzte Woche schon als möglichen Umkehrpunkt definiert habe. Das ist hier der Daily 50er, 55er EMA, der sich an der Oberkante dieser Trendlinie befindet. Also ich denke, es wird wahrscheinlich keine schlechte Idee gewesen sein, meine Position Break-Even ausstoppen zu lassen, denn diese paar Pip wird er sich wahrscheinlich noch holen, hier diese 50 Pip, und dann werden wir sehen, was er daran macht. Denn so langsam aber sicher, da wir hier aus dem Trendkanal ausgebrochen sind, bekommen die EMAs hier wieder etwas mehr Bedeutung. Und ich muss sagen, so richtig
Ja, gefällt mir die ganze Sache noch nicht in Richtung Short, denn ja, er ist jetzt zwar durchgebrochen durch den Daily 50er, 55er EMA, hat ihn aber noch nicht getestet und das könnte er jetzt in dieser Form nachholen und dann weiter in Richtung Short weiterlaufen. Also warten wir mal auf den Tagesschlusskurs, was er hier an diesem Daily EMA macht. Sollte er jetzt vorher schon Short abprallen, das heißt ja gar nicht bis zu hoch kommen und vielleicht schon vorher an dieser Art Double Top hier scheitern, dann könnte ich mir vorstellen, bei einer kleinen Rallye das Ganze nochmal zu shorten. Aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich gehe schon davon aus, dass er hier sich weiter erholen kann und wenigstens noch einmal diese Trendlinie trifft. Alternativ zum Short bzw. die Long-Thematik bleibt bestehen. Wenn er den Daily 50er, 55er EMA knackt bzw. auch die 1.11 knackt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier weiterlaufen bis zum 144er EMA. Das heißt, diesen Trendkanal oder diese ja, respektive bearische Flagge hier nochmal im großen Stil testen und sollte er sich auch hier dann wieder in den Retest begeben. Also diese Zone dann von oben her testen und auch wieder stabilisieren können, dann gehe ich davon aus, dass wir wieder in den Trendkanal reinkommen und ja, hier als nächstes Target dann den Daily 200, 237er IME bzw. die 1.15, 1.15, 5.10 hier als nächstes Target deklarieren können und ja, als Einstieg dann, wenn ihr hier den Retest macht, mal vielleicht auch so ein 400 Pip, 400, 500 Pip Long Trade. Aber bis jetzt noch nichts entschieden, also erst einmal locker in die neue Handelswoche starten. Der australische Dollar, US-Dollar, der hat hier oder holt geradeaus zum möglichen Retest an die gebrochene Seitwärtsrange. Ja, das Ganze hatte sich ja erst als kleine Seitwärtsrange in dieser Form hier abgezeichnet, aber jetzt ja, haben wir klärt sich das Bild ein bisschen auf, seitdem er hier durchgebrochen ist durch diese Unterkante bei ca. 0,7340 und da haben wir ungefähr eine Seitwärtsrange mit einer Ausdehnung von ca. 150 Pip. Wenn wir die hier runter projizieren auf den Ausbruch, dann sehen wir, kommen wir auch hier in den Bereich der 0,72er Marke. Das war ja unser vorläufiges Short-Kursziel. Jetzt bewegt er sich hier in Richtung H4 34er IME, beziehungsweise können wir auch mal reinzoomen, um das Ganze besser zu sehen. Das ist auch gleichzeitig das 61,8er Retracement, diese Ausbruchsbewegung. Und das heißt, hier definiert sich ein sehr, sehr schönes Target, nicht Short-Target, sondern ein sehr, sehr schönes Retest-Target, um hier in Richtung Short weiterzulaufen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, hier wieder zu warten. Also entweder kann man natürlich hier ein Sell-Limit bereits in den Markt legen oder man wartet, was der Kurs an dieser Stelle macht. Also das heißt, setzt er hier erstmal einen schönen Spike drüber, schließt dann aber auf H4-Basis wieder drunter, könnte man den Spike als oder den Bereich knapp oberhalb des Spikes als Stop-Loss-Zone nehmen und das Ganze dann weiter in Richtung 0,72 runter traden. Schauen wir mal an, ob diese pinke Balken oder ja, ob dieser pinke Balken dann am Ende des Tages immer noch hier drin ist, beziehungsweise morgen sich immer noch im Markt befindet. Das heißt, eine neue Position markiert. Gut, das Kursziel hatte ich gesagt, die 0,72 liegt daran, weil wir hier natürlich da die aufwärtsgerichtete Monatstrendlinie erreichen, beziehungsweise das Fibonacci Expansion Level 123,6er und ich davon ausgehe, dass es hier dann erstmal zu einer starken Gegenbewegung kommt in Richtung des 61,8er Levels und ja, damit zu einem Test dieser auf dem Linienchart basierenden aufwärtsgerichteten Trendlinie, beziehungsweise der ehemaligen großen Seitwärtsrange, die ja auch noch nicht getestet wurde, diese hier. Und ja, schau mal, ob die 0,75, 0,76 knapp drüber noch erreicht werden. Und da könnten wir uns nochmal großflächiger Short positionieren und dann auf einen Ausbruch aus dieser aufwärtsgerichteten Monatstrendlinie spekulieren. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in einen Index und zwar in den Dow Jones. Der hat hier jegliche Unterstützung gebrochen. Wir sehen, dass hier auf dem Daily-Chart war das ein glatter Durchmarsch in Richtung Short. Auch den Daily 200, 237 EMA hat er jetzt wieder durchschossen. Stabilisiert sich jetzt momentan ein wenig an der 17.500-Punkte-Marke. Interessant deshalb, ich hatte ja gesagt, ich wollte eigentlich einen Retest an diese Wimpelformation sehen, die wir hier sehen. So schnell ging es aber gar nicht oder dazu kam es gar nicht mehr. Er ist wirklich glatt hier durchgerutscht. Also hier einen Einstieg zu finden, war mehr als schwierig und für mich absolut nicht attraktiv. Das Einzige, was hier interessant war, war diese Unterstützung bei ca. 17.700 Punkten. Die war sehr, sehr markant. Die hat er durchbrochen. Auf H4-Basis hat sie sehr, sehr schön getestet und dann konnte man das Ganze bis zum nächsten Target bei 17.500 Punkten mittraden, also so diese 200 Punkte.
Punkte circa. Was er jetzt macht, könnte natürlich als neue Short-Einstiegsmöglichkeit genutzt werden. Das heißt, kommt er heute auf Tagesbasis oder im Laufe des Wochenanfangs nochmal auf Tagesbasis in Richtung hier dieser 17.700-Punkte-Marke, dann könnte man sich hier auch auf Tagesbasis nochmal Short einkaufen und auf einen weiteren Durchbruch in Richtung 17.000-Punkte-Marke spekulieren. Also so ungefähr so ein 600, 700 Pip-Trade. Schauen wir uns an auf Daily Basis. Da sehen wir hier, der Daily 10er IME kommt hier auch herunter. Aber ob er es überhaupt noch bis dahin schafft, ist natürlich fraglich. Ja, wenn wir auf den H4-Chart gehen, dann sehen wir, die letzte Unterstützung, die gebrochen wurde, die befindet sich hier ungefähr beim H4 10er, 13er IME. Vielleicht auf Spike-Basis so ein kleiner Move nochmal nach oben. Aber sollte er eben hier auch auf H4-Basis schon zum Beispiel schon gar nicht mehr drüber kommen, dann könnte man sich bereits hier Short positionieren und das Ganze dann hier in Richtung dieser großen Seitwärtsrange Unterkante traden. Das würde aber wahrscheinlich auch im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn wir zu der 17.000-Punkte-Marke geraten, dass oder dass wir diese, wenn wir diese erreichen, dass der Kurs den Trendkanal verlässt. Ja, also dass der Kurs wirklich diesen langjährigen, seit 2011 bestehenden starken aufwärts gerichteten Trendkanal Short verlässt und auch den Weekly 50er, 55er IME dann nachhaltig hinter sich lässt. Also das wäre natürlich sehr, sehr prekär. Erstes Ziel wäre dann erst einmal dieser 144er IME im Wochenchart und dann könnte sich das Ganze erst einmal wieder stabilisieren. Ob es dann zum Test dieses Trendkanals oder zu einem Wiedereintritt führt, das werden wir dann sehen. Jetzt steht erst einmal die 17.000-Punkte-Marke bzw. diese aufwärts gerichtete Trendlinie hier bei ca. 17.200, ich würde es mal aufrunden, 17.200 Punkte Marke im Fokus. Gut, das war's für das Forex Morning Statement. Ich wünsche noch einen angenehmen Start in die neue Handelswoche. Bis dahin, tschüss.